Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Fahrschulfreitag. Herzlich willkommen. In dieser Folge reden wir darüber, wie die Motorbremse am Auto funktioniert, da ja Fahrschulfreitag ist. Also wir reden ja über alles, über das Thema Fahrschule und Führerschein und was noch so dazugehört. Also weil es dabei auch um die Motorbremse geht und viele von euch gar nicht wissen, wie das Ding überhaupt funktioniert, kann man das gebrauchen, kann man das nicht gebrauchen, hat das jedes Auto oder hat es das nicht, habe ich hier ein Video aus meinem Online-Kurs. Der Online-Kurs war eigentlich ursprünglich nur für unsere Fahrschule, aber ich habe gedacht, für dich mache ich es auch for free. Also hier ein Video zum Thema Motorbremse. Viel Spaß damit. Mal, ja, oder? Intro? Komm, wir machen Intro und dann geht's los. So, jetzt erkläre ich mal ein bisschen was zur Motorbremse, wie das Ganze funktioniert. Die hat eigentlich jedes Fahrzeug, die Motorbremse. Ich habe hier in der Mitte mal die Verbrauchsanzeige aktiviert. Da kann man erkennen, wie viel das Fahrzeug gerade aktuell verbraucht. Und wir fahren jetzt hier mal so einen Berg runter. Jetzt kann man schon mal sehen, wenn ich jetzt hier nochmal da drauf gucke, ich nehme das Gas mal ganz weg. Jetzt geht die Verbrauchsanzeige auf 0,0. Weil das Fahrzeug erkennt, Alter, es geht bergab, wir brauchen keinen Kraftstoff. Und so spart man halt auch noch ein bisschen Diesel oder Benzin, je nachdem, was man im Auto fährt. Wenn ich jetzt die Kupplung drücke, was man hier sehr gut sehen kann, dann fängt das Auto sofort an, wieder Diesel einzuspritzen oder Kraftstoff zu verbrauchen generell. Die Verbrauchsanzeige geht hoch und das Fahrzeug wird auch schneller. Wenn man mal hier den Tacho beobachtet, ja, 30, 35, es geht ja immer höher. Ich weiche mal hier am Bordstein aus und säbel mir die Kinder um. So, jetzt sind wir mittlerweile schon bei 40 und alles, weil die Motorbremse nicht aktiv ist, okay? Wir haben den zweiten Gang eingelegt, das kann man hier unten nochmal schön sehen. Kupplung ist getreten, jetzt löse ich die Kupplung. Denn es ist jetzt gut aufpassen, was mit dem Tacho passiert. Achtung! Der Vogel bremst wieder, sieht man das? Unter 30, mittlerweile bei 25 und wir verbrauchen 0,0. Das ist die Motorbremse, ja? Hat jedes Auto, heißt einfach nur, wenn man bergab fährt und die Kupplung löst, dass das Fahrzeug in so eine Schubabschaltung kommt und man keinen Kraftstoff mehr verbraucht. Ja? Wichtig ist, wir können das auch nochmal hier sehen anhand der Kurve, dass wenn ich jetzt durch die nächste Kurve fahre, nicht die Kupplung drücken, sondern das Fahrzeug einfach machen lassen und schön locker hier rum. Denn in dem Moment, wo ich die Kupplung drücke, habe ich keine Seitenführungskräfte mehr und das Fahrzeug fängt an, so ein bisschen rumzueiern. Ja? Braucht kein Mensch. Also immer die Kupplung vor der Kurve loslassen, schön locker in die Kurve fahren und dann passt das Ganze. Alles klar, weiter geht's. So, das war's auch schon. Motorbremse erklärt in 2 Minuten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du Bock hast, abonnier das Ding. Jeden Freitag gibt's immer Videos zum Thema Fahrschule und alles so drumrum. Und dienstags gibt's auch über Persönlichkeitsentwicklung. Ja, hab mich gefreut, dass du da warst. Ich bedanke mich bei dir. Wenn du Bock hast, liken, abonnieren. Und wir sehen uns dann schon nächsten Freitag wieder. Ansonsten würde ich sagen, hau rein, mach dir einen schönen Tag, mach das Beste draus oder eine gute Nacht, je nachdem wann und wie und wo du das Video hier siehst. Pass auf dich auf, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!